kurz vor 7 in Eichstätt. Vortreten, Waffe vorzeigen. Heute steht eine schwierige Übung an. Wir wissen jetzt nicht, was auf uns zukommt. Man sollte halt einfach diese Basics, was halt immer passen muss und immer klappen muss, muss man halt drauf haben. Denn nur wenn sie die beherrschen, werden sie die heutige Aufgabe bewältigen können. Eine Täterfahndung. In der Polizeiarbeit kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen und Verletzten auf beiden Seiten. Die Polizeischüler üben heute, Konfliktsituationen zu entschärfen. Vor allem bei Pöbeleien und Widerstand. Und dabei geht es auch um Eigenschutz. Einige Polizeischüler werden heute die Störer spielen. Darunter auch Fabian, den wir ebenfalls seit 1,5 Jahren begleiten. Und einer der Ausbilder. So, schönen guten Morgen. Wir starten jetzt gleich. Ich bin in Zivil, das heißt, ich werde heute auch Störer sein. In dieser Sache einen wichtigen Hinweis. Ich würde euch bitten, dass, wenn es zu Widerstandshandlungen kommt, oder vielleicht kommt es dazu, dass wir das alles mit Maß und Ziel machen. Ja? Gut, stört mit mir mit. Die Aufgabe kennen sie noch nicht. Sie werden nach einem Täter fahnden und eine Kontrollstelle einrichten. Ziel? Vorbeifahrende Autos filzen. Nach Raub auf eine Tankstelle ist flüchtig ein dunkler PKW, unbekanntes Kennzeichen, besetzt mit mindestens einem männlichen Täter. Geraubt wurden die heutigen Tageseinnahmen der Tankstelle unter Vorhalten einer Schusswaffe. 15 Polizistinnen und Polizisten sollen hier mehrere Autos gleichzeitig kontrollieren. 3 Beamte für ein Fahrzeug. Laufen komplett über 23.100. Alle waren schon im Praktikum. Haben Sie dort so etwas schon einmal erlebt? Also in der Praxis haben wir es eigentlich noch nie so richtig gemacht. Wir haben jetzt normale Verkehrskontrollen schon mal gehabt, also des Öfteren. Danke. Aber jetzt so Fahndungskontrollen quasi eigentlich noch nicht. Und für uns ist es wahrscheinlich schwierig, dass wir die Person gezielt rausselektieren können und auch einschätzen können als die Person. Das Team besteht aus Marina, Hassan und Simon, der die beiden mit der Maschinenpistole absichern soll. Schließlich fahnden sie nach einem bewaffneten Täter. Oder? Achtung. Das ist unsere Auf. Warte, ich sag schon. Gehst du, André? Zwei Fahrer. Okay. So, grüß Gott. Hornfick von der PI Eichstätt. Machen Sie mal bitte ein Radio aus. Schalten Sie den Motor ab und stellen Sie links den Schlüssel bitte auf das Armaturbrett. Wir haben hier eine Kontrollstelle. Ich würde einmal bitte Ausweis von Ihnen, Führerschein, Fahrzeugschein und von dem Herrn auch bitte. Was ist denn von mir? Ich bin noch gar nicht gefahren. Wir haben hier Fahndungsmaßnahmen nach einem bewaffneten Täter. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie kooperieren und uns. Dankeschön. Führerschein, Fahrzeugschein. Fahrzeugschein? Ah, nicht. Ah, nicht. Okay. Und von Ihnen? Wir haben nichts angestellt. Dankeschön. Ja. Standardmäßig werden die Ausweise kontrolliert. So, hallo. Einmal die beiden Verlasskunft. Nach der Übung wird Ausbilder Marc Dietrich die Schüler bewerten. Also die sollen halt nicht mit Scheuklappen rumlaufen. Wir suchen jetzt nur nach einem bewaffneten Täter, sondern auch andere Straftaten nebenbei noch erkennen. Ja, danke. Beide ohne, beide Prüfziffern falsch. Prüfziffern falsch? Ja. Okay. Das heißt, die Ausweise sind gefälscht. Hassan. Also im Prinzip, Vollauskunft sind beide ohne. Prüfziffern sind jedoch beide falsch bei den Ausweisen. Okay. Kennzeichenfahndung ohne Halter ist irgendein Schneider, Franz oder so. Müsste ich Sie halt fragen. Kurze Frage, sind Sie die Halterin von dem Fahrzeug? Ja.
Ja, okay. Die Frau lügt. Gut. Ich würde Sie jetzt einmal bitten, dass Sie beide aussteigen, weil wir Sie jetzt durchsuchen würden. Simon? Dann machen wir erst bei ihm, oder? Dann würde ich Sie bitten, dass Sie mal kurz drüben warten. Dann durchsuchen wir Ihren Mitfahrer. Ich würde mein Auto setzen, weil es ist ein bisschen frisch, da die Sonne. Ja. Bleiben Sie jetzt bitte stehen, Herr Könighaus. Na, wie gehst du denn mal? Simon, schaust du dann zu dir schnell? Genau, Sie warten hier. Genau, also ich werde Sie jetzt erstmal belehren, falls Sie Widerstand leisten und versuchen zu flüchten. Dann werden wir unmittelbaren Zwang anwenden. Und falls Sie Widerstand leisten, machen Sie sich strafbar. Haben Sie das verstanden? Ja. Ja, was macht denn deine Hand in meiner Hose? Hä? Das kann ja wohl nicht sein. Den Arm einmal nach oben ziehen? Ja. Das dauert jetzt leider nur einen Moment. Ich hab gesagt, es dauert. Einfach mal bitte da rücken. Geht jetzt bitte den 3 Meter wieder zurück. Ich finde hier einiges scheiße. Sie müssen ja jetzt auch gleich nicht so aufbrausend sein. Ich bin seit 20 Minuten hier in der Kälte, drehe mir den Arsch ab und der Kollege hier kommt. Jetzt übertreiben Sie aber. Du weißt genau, was ich meine, ja? Es ist immer noch nicht du, sondern sie. Das ist mir völlig egal, ja? Jetzt ist ja pure Schikane, was ihr hier macht. Es ist keine Schikane. Das ist einfach jetzt mal so und sie nehmen das jetzt einfach hin, ganz einfach. Schließlich wird Hassan fündig. Ah ja, da haben sie schon. Wem gehört der Ausweis? Das ist dann wahrscheinlich ihre, oder? Weiß ich nicht. Es ist sein echter Ausweis. Bei der Überprüfung findet Hassan noch mehr heraus. Sie sind der Herr Schneider. Warte, pass mal auf Sie ein bisschen auf, dass er. Steh doch da, oder nicht? Alles klar. Eine Abfrage hat ergeben, dass ein offener U-Haftbefehl gegen Sie besteht. Ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Ein U-Haftbefehl. Ein Untersuchungshaftbefehl. Deshalb werden wir Sie jetzt erstmal verhaften. Es liegt jetzt an Ihnen, wie wir das durchführen. Und auch gegen die Frau besteht ein Haftbefehl. Beide werden festgenommen. Abbruch! Okay. Übung beendet. Der gesuchte Räuber war nicht dabei. Also, hervorragend. Der erste Durchgang unserer Kontrollstelle erledigt. Marina und Hassan haben die Aufgabe gut gelöst, klar kommuniziert, deeskaliert und den Haftbefehl erkannt. Aber sie können noch besser werden. Wenn ich feststelle, der Ausweis stimmt nicht, dann muss ich eigensicherungstechnisch enorm rauffahren, weil ich nicht weiß, was steckt dahinter. Da schaue ich mal, dass die fixiert ist, dass die im Auto drin ist, dass die vielleicht sogar schon gefesselt ist. Wenn Sie den Haftbefehl eröffnen, da hat mir gar nicht gefallen, wo der Störer platziert war, als Sie den eröffnet haben. Er war mit dem Rücken zur freien Fläche gestanden, Sie waren vor ihm gestanden. Das heißt, wenn er es darauf angelegt hätte, der hätte sich umgedreht, der wäre über alle Berge gewesen. Und auch die Frau Hertel war teilweise komplett außer Kontrolle. Wenn sie wirklich das darauf angelegt hätte, hätte sie gut und gerne stiften gehen können. Was sagen Sie selbst? Ich habe nicht erwartet, dass so viel gleich bei rumkommt, also dass die Urkundenfälschung, dann noch die U-Haftbefehle und alles. Also das hätte ich nicht erwartet, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Das war jetzt eine relativ neue Situation für mich, weil normal ist, trainieren wir halt immer so, dass wir zu zweit sind und dann einen Störer haben, meistens. Und jetzt ist halt gut, dass wir jetzt eine andere Situation trainieren. Übung 2 beginnt. Im vordersten, dem Fängerfahrzeug, sitzen Hassan und Marina und halten sich bereit. Währenddessen besprechen sich die Störer. Stefan Karasch spielt einen Bankräuber, der mit einer Komplizin im Auto vor der Polizei flieht. Dabei will er etwas simulieren, das bei Festnahmen vorkommen kann, den lagebedingten Erstickungstod. Dieses Phänomen lagebedingter Erstickungstod ist das, dass ich eine Maßnahme gegen irgendjemanden trifft, vielleicht eine Festnahme oder eine Durchsuchung, und der wehrt sich gegen die Maßnahme. Und wenn man den dann am Boden fixiert und vielleicht auf den Brustkorb ein bisschen einen Druck drauf gibt, dann kann das sein, dass das zur großen Atemnot führt, dass es zur Bewusstlosigkeit und auch zum Tod führt. Und dann muss man natürlich umschalten von Raufen und einen Widerstand brechen zu Erste Hilfe leisten und schauen, ob noch eine Atmung da ist. Die Übung beginnt. Wieder sollen 3 Autos kontrolliert werden. Oh, shit.
Okay. Bleibst du aussteigen? Stehen bleiben, Polizei! Eigentlich sollten die beiden immer zusammenbleiben. Marina bemerkt ihren Fehler. Polizei, hören Sie auf, sich zu wehren! Mittlerweile ist ein Kollege Hassan zu Hilfe geeilt. Hören Sie auf, sich zu wehren! Hassan! Machst du auf den Kopf! Okay. Passt es bei euch, dann gehe ich zur anderen. Ja? Ja. Verstehen Sie mich? Wir werden Sie jetzt fesseln. Sie haben sich versucht, unsere Maßnahme zu entziehen. Und dann reden wir weiter. Wollen wir ihn gleich noch durchsuchen haben? Ja, was ist mit ihm? Wollen Sie uns noch? Alles gut. Hallo? Wo ist denn Rettungsfunk? Ich hab keinen Funk. Dann schaust du mal. Keine Luft. Ja. Sie kriegen keine Luft. Rettungswagen. Ja. Alles gut? Richt mir ihn auf. Also keine Wunden. So, geht's jetzt wieder ein bisschen besser? So, dann setzen Sie sich mal auf. Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Steht Ihnen frei, sich zur Sache zu äußern oder nicht? Ist das soweit mal verstanden? Ja. Nur ein Ausweis dabei. Das suchen wir mal noch fertig. Inzwischen haben Marina und ihre Kollegen die Frau gefasst. Hey. Alles gut? Sorry, dass ich dich da ein bisschen im Stich gelassen habe. Dumm. Ich hätte auch nicht gewusst, was wir machen sollten. Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich zusammenbleiben. Die Übung ist geschafft. Hassan hat die Notsituation des Täters erkannt. Ja, im ersten Moment denkt man, man hat es geschafft. Und dann sieht man halt, dass der eigentlich schon am Boden liegt und nicht mehr kann. Und da muss man halt irgendwas machen. Aber ist es schwer zu erkennen? Weil der könnte ja auch einfach sich nur so stellen und dann hier abzuhauen. Ja, könnte man schon sagen. Aber wer will sich den Schuh anziehen, dass man dann sagt, ja, der simuliert nur, der nicht. Und ist halt schwierig. Und lieber geht man halt auf Nummer sicher. Jetzt wird die Übung nachbesprochen. Die Trainer warnen noch einmal vor dem lagebedingten Erstickungstod. Und dieser Übergang von ich wehre mich gegen die Maßnahme, weil ich keinen Bock habe auf Polizei und kämpfe, hin dazu, ich kämpfe, weil ich um mein Leben kämpfe, weil ich einfach nicht mehr schnaufen kann, der ist fließend und der geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Haben die gut reagiert? Ja, sehr gut. Bin begeistert, bin gut versorgt. Ja, es ist schon schwierig. Also ich finde es schwierig, dann den Schalter umzulegen, wenn man selber unter Adrenalin steht und sich eigentlich denkt, boah, der Idiot, sage ich mal, der rennt mir jetzt weg und jetzt muss ich dem nachrennen. Und im Nachhinein muss ich aber erste Hilfe leisten. Aber das ist eben auch bei dem Beruf an sich so, dass wir oft Situationen haben, in die wir reingeschmissen werden, die sich dann aber komplett anders verändern. Und da müssen wir halt immer uns eben den Situationen anpassen. Polizistin sein. Ein verantwortungsvoller Beruf. Für Fabian ist der Einsatz heute sein letzter. Er verlässt die Polizeiausbildung aus privaten Gründen. Die anderen haben noch knapp ein Jahr Ausbildung vor sich.